Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelation und zwar bei der Cisterna Basilica. So, akzeptieren wir natürlich mal die Zisterna erkunden, aber klar doch, das machen wir natürlich mit links oder auch mit rechts. Mal gucken, wer weiß. Das schon. So, und jawohl, Weitersprung, haha. Ja. So. Hier sind Kisten. Ich glaube, das war eine Kiste für Sprengstoff, oder? Ja. Weil ich glaube, das sind Kisten für Geld. So eine gelben, oder? Nein, leider nicht. Na denn, fuck yourself. Boah, Mann. So, jetzt hier hoch. Hochziehen, jetzt hier hoch. Jawohl. Jetzt hier runter. Sind hier unten. Dann wasch dich mal, du Affe. Wir finden die Schlüssel bald. Gib acht, ja? Pass auf die Tür auf und nicht auf deine Füße. Aber er muss doch auf seine Füße achten, wegen dann stolpert er vielleicht, du Affe. Mann, Mann, Mann. So. Schaffe ich das noch? Jawohl. Aber ich werde von irgendwas markiert. Ah, nach da, stimmt ja. Okay, jetzt hakt irgendwie wieder. Hey. Irgendwas ist doch merkwürdig an dem. Ja, markieren. Der da. Moment mal. Na komm. Fang diesen Irren. Jawohl. Keiner hat mich bemerkt. Ha! Üppig. So, jetzt hier hoch. Und jetzt hier ran. Perfekt. Kommt sie hoch jetzt hier. Und ein langer Sprung. Aber sowas von. So. Da ist der Typ. Bewegt er sich auch noch mal ein bisschen oder chillt er jetzt da wirklich auf seine Erde nur? Okay, kommt er hier lang? Nee. Tut man anders an. Wohin geht er denn, der Affe? Mann. Dahin. Kommt jetzt hier lang oder chillt da jetzt da und dann geht er wieder nach rechts? Ne, er kommt hier lang. Das ist super. Komm, komm, komm. Ja, und Hallöchen. Na? Bin bei dir, Adam. Ja. Kollege. Hier komme ich, wir kontern. Bam. Und bam. Und ins Gesicht. So wie du es haben wolltest. Drauf stehst du. So, jetzt hier rein. Und tschö. Damit hätten wir schon mal, ich sag mal, die erste Ebene. Ich bin es leid hier unten. Fürwahr. 8 Stunden in diesem Dreck. Na, bis Testo. Die erste Ebene haben wir damit schon mal geschafft, wollte ich sagen. Ihr Großmeister hat seine Gründe. Ich wünschte nur, ich konnte sie kennen. Petros! Sorgt dafür, dass wir für die Grabung genug Fackeln haben. Ich bin es leid, im Dunkeln herumzustolpern. Ja. Wer ist das nicht? Jetzt hier lang. Moment. Ja, Luft ab, dort. Bleibt mir nichts anderes übrig. Vielleicht werde ich jetzt entdeckt. Jo, ich wurde entdeckt. Ist das schön. Jetzt nicht mehr. Ist das schön. Komme ich hier hoch? Nee, wie komme ich da hoch? Na, Pari, das wird dem Hauptmann bestimmt nicht gefallen. Scheiße. Hat jemand gesehen, was passiert ist? Irgendeiner? Aha. Noob, du siehst mich nicht. Und ich kann dich nicht killen mit Wurfmesser. Ach, Mann. Ja, Luftattentat! Hallöchen! Wie komme ich denn von oben zum Hauptmann? Wie geht's denn überhaupt nach oben? Ach, da. Ne, da war ich ja gerade. Das ist ja Quatsch. Ich will da nach oben. Kann ich mich da festhalten? Ja, ne? Juhu. Das ist schon mal ein guter Weg. Und jetzt vielleicht daran hangeln? Ich bin mir aber nicht sicher. Nein, da hält sich der lieber jetzt so nicht ran. Ach, scheiß drauf, ich ramm auch einfach Rambo.
Ein Söldner? Kein Bock, da 10 Stunden rumzusuchen, wie es jetzt nach oben geht oder so. Ich muss anscheinend da nach oben, oder? Ach Mensch, ist das schön. Ah! Hab den Weg gefunden. So. Oh, da sind mehrere Wachen. Scheiß drauf. Kommt mir bekannt vor. Okay, jetzt weiß ich schon. Ich weiß jetzt. Zack, zack. Oh, das will ich noch schaffen. Den Luftattentat zu machen. Ah, Halleluja! Bam! Oh, scheiße. Das war ein bisschen zu hart anscheinend. Naja, egal. Hat ja Spaß gemacht. So. Und auf zur nächsten Ebene. Die Erkundung fortsetzen. Na klar, bleib stehen, du Schweinehund. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich hab doch gesagt, bleib stehen. Du wolltest ja nicht hören. Kann man da rein einfach? Nein, dafür ist keine Zeit. Ab mit dir ins Wasser. Ah. Warte mal kurz. Ab mit dir ins... Ja, so geht's natürlich auch. So, wo müssen wir lang? Da oben, okay. Da lang. Zack. Und ein Wandsprung ein bisschen hier. Zack. Zieh hoch. Und jetzt noch hier. Jawohl. Geschafft. Hier unten ist noch jemand außer uns. Halte die Augen offen und die Fäuste bereit. Warum die Fäuste? Die sollen ihre Schwerter bereit halten, ey. Du Dumbo. Da denkst du, ich kämpfe mit Fäusten. Dumbo. Oh Mann. Naja. Was war das? Oh, 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 oh. Ich will noch weg. Schaffe ich das noch? Nee, schaffe ich nicht. Doch. Ich hab's doch noch geschafft. Wo ist denn der Hauptmann, den ich killen soll? Muss ich überhaupt einen Hauptmann killen? Anscheinend ja nicht. Oder warte mal kurz. Ah! Zero lernt dazu. Oh lololol. Aber Zero wird gleich entdeckt. Oh lololol. Und Zero kann ihn eh nicht da vorne killen, weil er ein bisschen weit weg ist. Oh lololol. Ich müsste irgendwie so ein Ampellenkungsmanöver starten, dass er irgendwie sich weiter bewegt. Oder ich kann einfach drauf zuwinken. Ja. Nächste, ich gehe einfach jetzt darauf zu. Der da! Ja! Hallo! Hallo! Oh, nicht mit mir! Dann kommt her. Dann party. Bam. Greif schon an! Yeah. Geiler Move, Ezio. Oh yeah. Oh yeah. Und du auch noch. Bam. Oh, ich liebe diesen Move. Den er jetzt gerade gemacht hat. Der ist einfach nur heftig. Geil, hammer, toll. So. Und zur nächsten Ebene. Oh, wie viel Zeit wir hier vertrödeln für sowas. Ja, da sind Geheimnis aufspüren. Da. War's das ja? Ja, die versteckte Tür öffnen. Natürlich werde ich das. Natürlich. Das ist der erste Masyaf-Schlüssel. Er gehört mir. Mir allein. So, damit hätten wir den ersten Masyaf-Schlüssel. Und wie geht's jetzt hier raus? Ja, 400 gekriegt dafür. Super. Aha. 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 So, ich weiß gar nicht, wie lange ich noch den Part machen soll, wegen wir sind gleich bei 10 Minuten angelangt. Ich glaube, ich werde noch eine Story hinterher packen. Und ja, ne? Salve, Ezio. Ihr wart lange fort. Was habt ihr gefunden? Etwas, das euch interessieren könnte. Mio Dio che meraviglia. Und hier ist mein Geschäft. Seht euch den Rand an. Seltsame Symbole. Und das sind Titel von Büchern.
Wahre Schätze. Einige dieser Bücher sind seit 1000 Jahren verschollen. Niccolò Polo versteckte diese Bücher in der Stadt. Die Karte sollte uns zeigen, wo. Ihr interessiert mich langsam ein wenig. Soweit ich das sehe, brauche ich diese 3 Bücher zuerst. Sie müssten Hinweise auf die restlichen enthalten. Molto curioso. Man fand einen unter dem Topkapi-Palast. Aber wir haben noch Zeit, die anderen zu kriegen. Wer fand ihn? Männer, die nicht lesen. Sophia, könnt ihr diese Karte lesen? Mir helfen, die Bücher zu finden. Übergebt ihr sie mir, wenn ihr fertig seid? Wir werden eine Lösung finden. So. Ja, was wir jetzt noch machen? Ich würde sagen, wir gehen nochmal zu unserem Unterschlupf und schicken unsere Assassinen mal wieder los zur nächsten Mission. Yusuf, salut. Piri sagte, ihr wärt vielleicht hier. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Ich glaube schon. Das ist einer von Altairs Schlüsseln, ein antikes Artefakt. Ah, es gleicht nichts, was ich je sah. Ihr solltet es an einem sicheren Ort bewahren. In eurem Hauptquartier, sie, werde ich. Also, was führt euch hierher? Ich koordiniere mich mit unseren Verbündeten. Den Dieben im Bazar, den Söldnern beim Arsenal und den Roma im Konstantinbezirk. Ihr überfordert euch, Yusuf. Bitte lasst mich mit den Roma sprechen. Ich hatte noch nicht oft Kontakt mit ihnen in der Vergangenheit. Das würde mich beruhigen. Falls ihr es eilig habt, könnt ihr unser Tunnelnetzwerk benutzen. Die Luft ist etwas stickig da unten, aber die Ratten sind kaum größer als Hunde. Viel Spaß. Grazie. Die Ratten? What the fuck? Niemals. Doch, natürlich benutzen wir den Tunnel, wegen der ist am schnellsten und alles. So, ab in den Tunnel. Und zu unserem Unterschlupf. Wo ist er? Da. Da war er doch gerade. Genau dahin. Super. Dann schicken wir gleich unsere Assassinen wieder mal los, dass sie schön EP sammeln, also Erfahrungspunkte. Weil da können wir die auch noch aufrüsten bei Rüstung zu den Skill da reinhauen. Naja, ihr wisst, was ich meine, hoffe ich mal. So, da müssen wir hin. Hallöchen. Gut, ja, erfolgreich. Perfekt. Erfolgreich. Sehe ich immer gerne. Abgeschlossen. Jawohl. Level up. Das ist super. So. Schöne Rüstung einfach nur. Rüstung ist am wichtigsten, finde ich. Und danach können ja erst die den Kampf da kommen. Sie schön viel aushalten. So. Und du auch nochmal auf Rüstung. Alles schön auf Rüstung. Immer schön. Alles schön auf Rüstung. So. Und du ebenfalls noch. Gut. Das hätten wir erstmal geschafft. Und jetzt hier ein paar Missionen machen für die Leute hier. Was ist das? Zutaten-MP Reisgeschäft frei. Achso, wir müssen erstmal Zutaten-MP Reisgeschäft freischalten, um die Mission zu beginnen. Achso, das schaltet denn das frei. Achso, ja. Das ist ja geil, dass das dann so ist. 2500. Boah, ich würde gerne die Mission machen, aber ich glaube, die ist einfach zu schwer für die ganzen Leute, ne? Ja, klar. Wie ist dann die Mission? Ja, machen sie so hier. Mission ist auch geil, aber nee, zu schwer. Kann ich vergessen. Moment. Dann machen die beiden das noch. Genau. Nee, das ist scheiße. Athen. Wie wäre denn die Mission? Schaffen die das? Jawohl, die schaffen das zusammen. Geil. Oder jawohl. Gut, gut. Habe ich eigentlich noch eins zum Reinhauen? Ja. Habe noch ein paar. Oh Mann.
Nee, zu schwer. Das schaffen sie nicht. Warte, der kann es ja alleine machen. Der Level 2er. Genau. Und Damaskus machen die zusammen. Genau. So. Dank euch werden wir immer stärker. Ja, und damit werde ich ab hier mal den Part beenden und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Assassin's Creed Revelation wieder. Tschüss.